Здравейте, олимпийци! Аз съм Васи. Надявам се да ме чувате и да ме виждате добре. Днес е време за четене. 18 часа е и днес ще чета за вас продължението на най-веселия детски персонаж, а именно Пипи Дългото чорапче. И така, както казах, продължаваме с Пипи, седма глава, която звучи така. Пипи Get in den Circus, което означава Пипи отива на цирк. И така, los geht's. In die kleine Stadt war ein Zirkus gekommen und alle Kinder liefen zu ihren Müttern und Vätern und bettelten darum, hingehen zu dürfen. Das taten auch Thomas und Annika und ihr guter Vater holte schnell ein paar schöne Silberkronen hervor und gab sie ihnen. Das Geld fest in die Hände gedrückt, liefen sie zu Pipi. Sie war auf der Veranda bei dem Pferd und war dabei, seinen Schwanz in kleine Zöpfe zu flechten, die sie mit roten Schleifen zuband. Es hat heute Geburtstag, glaube ich. Da muss es fein aussehen. Pipi, sagte Thomas keuchend, denn er war so schnell gelaufen. Pipi, willst du mit in den Zirkus gehen? Ich kann überall mit hingehen, sagte Pipi. Aber ob ich mit in den Zirkus gehen kann, weiß ich nicht, denn ich weiß nicht, was Zirkus ist. Tut das weh? Wie dumm du bist, sagte Thomas. Das tut doch nicht weh. Das ist furchtbar lustig. Da sind Pferde und Clowns und schöne Damen, die auf dem Seil gehen und Kunststücke machen. Aber das kostet Geld, sagte Annika und öffnete ihre kleine Hand, um nachzusehen, ob das große blanke 2-Kronen-Stück und 2 5-Zöger-Stücke immer noch darin lagen. Ich bin so reich wie ein Zauberer und kann mir jederzeit einen Zirkus kaufen, sagte Pipi, obwohl es ja eng werden wird, wenn ich noch mehr Pferde hier haben soll. Die Clowns und die schönen Damen kann ich schon noch in die Mangelstube reinstopfen, aber das mit den Pferden ist schlimmer. Du bist ja dumm, sagte Thomas, du sollst doch nicht den Zirkus kaufen. Es kostet Geld, reinzugehen und es anzusehen, verstehst du? Gott bewahre, schrie Pipi und kniff die Augen zusammen, kostet es Geld, es anzusehen? Und hier glotze ich alle Tage. Wer weiß, für wie viel Geld ich schon geklotzt habe. So langsam öffnete sie vorsichtig das eine Auge und ließ es in ihrem Kopf herumrollen. Mag es kosten, was es will, aber jetzt muss ich mal gucken. Schließlich gelang es aber Thomas und Annika, Pipi zu erklären, was ein Zirkus ist. Und dann nahm Pipi einige Goldstücke aus ihrem Koffer. Sie setzte ihren Hut auf, der so groß war wie ein Mühlrad, und sie trappten los zum Zirkus. Eine Menge Leute drängten sich vor dem Zirkuszelt und vor dem Schalter hatte sich eine lange Schlange gebildet. Aber schließlich war Pipi an der Reihe. Sie steckte ihren Kopf in den Schalter, guckte starr die alte nette Dame an, die da saß und sagte, »Wie viel kostet es, dich anzuschauen?« Aber die alte Dame war Ausländerin und verstand nicht, was Pipi meinte, sondern antwortete. Kleines Mädchen, es kostet 5 Kronen auf 1. Platz und 3 Kronen auf 2. Platz und 1 Krone auf 3. Platz. Ach so, sagte Pipi, aber dann musst du mir versprechen, dass du auf dem Seil gehst. Jetzt griff Thomas ein und sagte, dass Pipi eine Karte für den 2. Platz haben wollte. Pipi reichte ein Goldstück hin und die alte Dame sah es misstrauisch an. Sie biss auch hinein, um zu prüfen, ob es echt war. Schließlich war sie überzeugt, dass es wirklich aus Gold war und Pipi bekam ihre Karte. Außerdem bekam sie eine ganze Menge Silbergeld zurück. Was soll ich mit all dem kleinen, hässlichen, weißen Geld? Fragte Pipi missvergnügt. Behalte es ruhig, dann kann ich dich dafür 2-mal sehen. Auf Stehplatz.
Da Pippi absolut kein Geld zurückhaben wollte, tauschte die Dame ihre Karte gegen eine für den ersten Platz um und sie gab auch Thomas und Annika Karten für den ersten Platz, ohne dass sie etwas zu bezahlen brauchten. Auf diese Weise bekamen Pippi, Thomas und Annika Plätze auf feinen roten Stühlen direkt vor der Manege. Thomas und Annika wandten sich mehrmals um, um ihren Schulkameraden zuzuwinken, die weiter hinten saßen. »Das ist eine komische Bude hier«, sagte Pippi und schaute sich verwundert um. »Aber wie ich sehe, haben sie Sägespäne auf dem Fußboden verschüttet. Ich nehme das ja nicht so genau, aber ich finde, es sieht unordentlich aus.« Thomas erklärte Pippi, dass in allen Zirkussen Sägespäne auf der Erde liegen, damit die Pferde besser darauf laufen könnten. »Aha«, sagte Pippi. Auf einer Estrade saß die Musikkapelle des Zirkus, die plötzlich anfing, einen schmetternden Marsch zu spielen. Pippi klatschte wild in die Hände und hüpfte vor Begeisterung auf ihrem Stuhl auf und nieder. »Kostet es auch etwas, wenn man zuhört, oder kann man das umsonst?«, fragte sie. Gerade da wurde der Vorhang zum Künstlereingang beiseite gezogen und der Zirkusdirektor im schwarzen Frack und mit der Peitsche in der Hand sprang herein und mit ihm 10 weiße Pferde mit roten Federbüschen auf den Köpfen. Der Zirkusdirektor knallte mit der Peitsche und die Pferde liefen rund um die Manege. Dann knallte der Zirkusdirektor wieder mit der Peitsche und da stellten sich alle Pferde mit den Vorderbeinen auf die Barriere, die die Manege umgab. Eines der Pferde stand direkt vor den Plätzen der Kinder. Annika gefiel es gar nicht, ein Pferd so dicht vor sich zu haben, und sie kroch auf ihrem Stuhl so weit nach hinten, wie sie konnte. Aber Pippi beugte sich nach vorn, hob das Vorderbein des Pferdes hoch und sagte: »Servus! Ich soll dich vielmals von meinem Pferd grüßen. Es hat heute auch Geburtstag, aber es hat Schleifen im Schwanz anstatt auf dem Kopf.« Glücklicherweise ließ Pippi den Fuß des Pferdes los, bevor der Zirkusdirektor das nächste Mal mit der Peitsche knallte, denn da sprangen alle Pferde von der Barriere herunter und fingen wieder an zu laufen. Als die Nummer zu Ende war, verbeugte sich der Zirkusdirektor höflich und die Pferde liefen hinaus. Einen Augenblick später öffnete sich der Vorhang wieder für ein kohlschwarzes Pferd und auf seinem Rücken stand eine schöne Dame in grünem Seidentrikot. Sie hieß Miss Carmencita, wie auf dem Programm stand. Das Pferd trabte auf den Sägespänen und die Runde und Miss Carmencita stand ganz ruhig da und lachte. Aber da passierte etwas. Gerade als das Pferd an Pippis Platz vorbeikam, kam etwas durch die Luft gesaust und das war niemand anders als Pippi selbst. Und da stand sie nun hinter Miss Carmencita auf dem Pferderücken. Zuerst war Miss Carmencita so betroffen, dass sie beinahe vom Pferd gefallen wäre. Dann wurde sie böse. Sie fing an, mit den Händen nach hinten zu schlagen, damit Pippi abspringen sollte. Aber das nützte nichts. »Beruhige dich, reg dich ein paar gerade ab«, sagte Pippi. »Du glaubst wohl, nur du allein sollst deinen Spaß haben. Unser einer hat doch auch bezahlt.« Da wollte Miss Carmencita selbst hinunterspringen, aber auch das gelang nicht. Denn Pippi hielt sie mit einem ordentlichen Griff um den Bauch fest und da konnten alle Menschen im Zirkus nicht anders als lachen. Sie fanden, es sah komisch aus, wie die schöne Miss Carmencita von einem kleinen rothaarigen Ding festgehalten wurde, das da mit seinen großen Schuhen auf dem Pferderücken stand und so aussah, als ob sie niemals etwas anderes gemacht hätte, als im Zirkus auftreten. Aber der Zirkusdirektor lachte nicht.
Er machte seinen rot gekleideten Dienern ein Zeichen, das Pferd anzuhalten. »Ist die Nummer schon zu Ende?« fragte Pipi enttäuscht. »Gerade jetzt, wo es so lustig war?« »Garstiges Ding«, zischte der Zirkusdirektor zwischen den Zähnen. »Mach, dass du fortkommst.« Pipi sah ihn betrübt an. »Was ist denn los?« fragte sie. »Warum bist du böse auf mich? Ich dachte, dass wir Spaß haben sollten.« Sie rutschte vom Pferd hinunter und setzte sich wieder auf ihren Platz. Aber jetzt kamen zwei große Diener, um sie hinauszuwerfen. Sie fassten sie an und versuchten, sich hochzuheben. Das ging nicht. Pipi saß ganz still und hielt sich am Sitz fest, und es gab keine Möglichkeit, sie vom Fleck zu rücken, obwohl sie zogen, was sie nur konnten. Und da zuckten sie die Achseln und gingen weg. Inzwischen hatte die nächste Nummer angefangen. Das war Miss Elvira, die auf dem Seil gehen sollte. Sie hatte ein rosa Tüllröckchen an und einen rosa Schirm in der Hand. Mit ein paar zierlichen Schritten sprang sie auf das Seil. Sie schwenkte die Beine und machte alle möglichen Kunststücke. Das sah reizend aus. Sie zeigte auch, dass sie sogar rückwärts auf dem dünnen Seil gehen konnte. Aber als sie zu der kleinen Plattform am Ende des Seils zurückkam und sich umdrehte, stand Pipi da. »Was sagst du jetzt?« fragte Pipi begeistert, als sie Miss Elviras erstaunte Miene sah. Miss Elvira sagte gar nichts, sondern sprang vom Seil hinunter und warf sich an den Hals des Zirkusdirektors, der ihr Vater war. Und der Zirkusdirektor schickte wieder seine Dienerchen, um Pipi hinauszuwerfen. Diesmal schickte er 5. Aber da riefen alle Menschen im Zirkus: »Lasst sie da, wir wollen das rothaarige Mädchen sehen.« Und dann stampften sie mit den Füßen und klatschten in die Hände. Pipi sprang auf das Seil, und Miss Elviras Künste waren nichts gegen das, was Pipi konnte. Als sie in der Mitte des Seiles war, streckte sie das eine Bein senkrecht in die Höhe und ihr großes Schuh breitete sich wie ein Dach über ihrem Kopf aus. Sie beugte den Fuß etwas, so dass sie sich mit ihm hinter dem Ohr kraulen konnte. Der Zirkusdirektor war durchaus nicht zufrieden damit, dass Pipi in seinem Zirkus auftrat. Er wollte sie loswerden. Und deswegen schlich er sich hin und machte den Mechanismus los, der das Seil gespannt hielt, und er glaubte sicher, dass Pipi hinunterfallen würde. Aber das tat Pipi nicht. Sie setzte stattdessen das Seil in Schwung. Das Seil schwang hin und zurück. Pipi schaukelte schneller und schneller, und dann plötzlich tat sie einen Sprung in die Luft und landete direkt auf dem Zirkusdirektor. Er bekam solche Angst, dass er losrannte. »Das ist mir ein lustiges Pferd«, sagte Pipi. »Aber warum hast du keine Troddeln im Haar?« Jetzt fand Pipi, dass es Zeit war, zu Thomas und Annika zurückzukehren. Sie kletterte von dem Zirkusdirektor herunter und setzte sich auf ihren Platz. Und nun sollte die nächste Nummer anfangen. Das dauerte eine Weile, denn der Zirkusdirektor musste erst hinausgehen und ein Glas Wasser trinken und sich kämmen. Aber dann kam er herein, verbeugte sich vor dem Publikum und sagte: »Meine Damen und Herren, jetzt werden Sie zu sehen bekommen das größte Wunder aller Zeiten, den strecksten Mann der Welt, den stärksten Adolf, den bis jetzt noch keiner besiegt hat. Bitte sehr, meine Damen und Herren, jetzt kommt der starkste Adolf.« Und in die Manege trat ein riesengroßer Kerl. Er hatte ein fleischfarbenes Trikot an und ein Leopardenfell vor dem Bauch, und er verbeugte sich vor dem Publikum und sah sehr zufrieden aus. »Sehen Sie, was für Muskeln«, sagte der Zirkusdirektor und drückte den Arm des starken Adolf, wo die Muskeln wie eine Kugel unter der Haut anschwollen
Und jetzt, meine Damen und Herren, komme ich mit einem feinen Angebot. Wer von Ihnen wagt, einen Ringkampf mit dem stärksten Adolf aufzunehmen? Wer wagt zu versuchen, den stärksten Mann der Welt zu besiegen? 100 Kronen werden ausgezählt an den, der den stärksten Adolf besiegen kann. 100 Kronen, bedanken Sie, meine Damen und Herren, bitte sehr. Wer tritt vor? Niemand trat vor. Was hat er gesagt? Fragte Pipi. Und warum spricht er Arabisch? Er hat gesagt, dass der, der den großen Mann da verhauen kann, 100 Kronen bekommt, sagte Thomas. Das kann ich, sagte Pipi. Aber ich finde, es kann einem leid tun, ihn zu verhauen. Er sieht so nett aus. Nee, du, das kannst du wohl doch nicht, sagte Annika. Das ist ja der stärkste Mann der Welt. Mann, ja, sagte Pipi. Aber ich bin das stärkste Mädchen der Welt, musst du bedenken. Inzwischen war der starke Adolf damit beschäftigt, große Eisenkugeln hochzuheben und dicke Eisenstangen zu biegen, um zu zeigen, wie stark er war. Na, meine Herrschaften, schrie der Zirkusdirektor, wenn wirklich niemand hier ist, der 100 Kronen verdienen will, werde ich gezwungen sein, sie für mich zu behalten. Und er schwenkte den 100-Kronenschein. Nein, das meine ich wirklich nicht, sagte Pipi und kletterte über die Barriere in die Manege. Der Zirkusdirektor war ganz außer sich, als er sie sah. Geh, verschwind. Ich will dich nicht sehen, fauchte er. Warum musst du immer so unfreundlich sein, sagte Pipi vorwurfsvoll. Ich will ja bloß mit dem starken Adolf kämpfen. Das ist hier kein Platz für Späße, sagte der Zirkusdirektor. Gehe nur, bevor der starke Adolf deine Unverschämtheiten hören kann. Aber Pipi ging an dem Zirkusdirektor vorbei und direkt zu dem starken Adolf hin. Sie fasste seine große Hand und schüttelte sie herzlich. Na, wollen wir beide mal ringen, du und ich? Der starke Adolf sah sie an und begriff nichts. In einer Minute fang ich an, sagte Pipi. Und das tat sie. Sie fing einen ordentlichen Ringkampf mit dem starken Adolf an, und bevor jemand wusste, wie es zugegangen war, hatte sie ihn auf den Teppich gelegt. Der starke Adolf sprang hoch, ganz rot im Gesicht. Ha, Pipi, schrien Thomas und Annika. Das hörten alle Menschen im Zirkus und da schrien sie auch. Yeah, Pipi. Der Zirkusdirektor saß auf der Barriere und rang die Hände. Er war wütend. Aber der starke Adolf war noch wütender. In seinem ganzen Leben war ihm so etwas Furchtbares noch nicht passiert. Und jetzt wollte er wahrhaftig diesem rothaarigen Mädchen zeigen, was der starke Adolf eigentlich für ein Kerl war. Er sprang zu ihr hin und griff sie. Aber Pipi stand wie ein Felsen. Du kannst es besser, sagte sie, um ihn aufzumuntern. Aber dann wand sie sich aus seinem Griff los und im nächsten Augenblick lag der starke Adolf wieder auf dem Teppich. Pipi stand daneben und wartete. Sie brauchte nicht lange zu warten. Mit Gebrüll erhob er sich und stürmte wieder gegen sie los. Dideldibum und Dideliu, sagte Pipi. Alle Menschen im Zirkus stampften mit den Füßen, warfen ihre Mützen an die Decke und schrien: Haha, Pipi! Als der starke Adolf zum dritten Male angestürmt kam, hob ihn Pipi hoch in die Luft und trug ihn mit ausgestreckten Armen rund um die Manege herum. Dann legte sie ihn wieder auf den Teppich und hielt ihn da fest. Na, Alterchen, ich glaube, wir machen nicht mehr weiter, sagte sie. Mehr Spaß als bis jetzt gibt es jedenfalls nicht mehr. Pipi hat gesiegt. Pipi ist Sieger, schrien alle Menschen im Zirkus. Der starke Adolf machte sich so schnell er konnte davon.
Und der Zirkusdirektor war gezwungen, zu Pippi hinzugehen und ihr den 100-Kronenschein zu geben, obwohl er aussah, als ob er sie lieber gefressen hätte. Bitte sehr, mein Fräulein, bitte sehr, 100 Kronen. Denn da, sagte Pippi verächtlich, was soll ich mit diesen Papierlappen? Den kannst du behalten und Heringe darin entwickeln, wenn du willst. Dann ging sie auf ihren Platz zurück. Das hat lange gedauert. Dieser Zirkus, sagte sie zu Thomas und Annika, ein kleines Schläfchen kann niemals schaden, aber weckt mich, wenn noch etwas kommt, wo ich helfen soll. Und dann legte sie sich im Stuhl hintenüber und schlief sofort ein. Und da lag sie und schnarchte, während die Clowns und Schwertschlucker und Schlangenmenschen Thomas und Annika und allen anderen Menschen im Zirkus ihre Kunststücke zeigten. Aber ich finde jedenfalls, dass Pippi am besten war, flüsterte Thomas Annika zu. To war welche od men i Pippi za tazi nedela. Надявам се да ви е харесала тази забавна история и до скоро! Скъпи олимпийци, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Благодарим ви, че сме заедно!